Alp Göz adı. Hepinizin bildiği gibi bundan tam bir ay önce 6 Nisan saat 17 civarında kendi dükkanında masasında ders çalışırken kafasına sıkılan iki hain kurşunla öldürüldü. Öffnen Sie Ihre Augen, um die bittere Realität zu sehen. Hören Sie die Trauer der Angehörigen. Heute ist der Tag, an dem Betroffene und Opfer, die Hauptzeugen des Geschehenen, sprechen und anklagen. Wir werden uns von niemandem mehr instrumentalisieren lassen. Wir werden uns von niemandem mehr mundtot machen lassen. Keiner kann unser Gedenken mehr wegnehmen. Jeder wird akzeptieren müssen, dass Betroffene nicht Statisten sind, sondern die Hauptzeugen des Geschehenen. Also die lückenlose Aufklärung, die mir versprochen worden ist, ist bis heute nicht verwirklicht worden. Politik, Verfassungsschutz, Polizei, Richter, Staatsanwälte, da müssen sich viele Sachen ändern, damit solche Sachen nicht mehr passieren. Meine Perspektiven, was ich in Berlin von der Bundeskanzlerin gehört habe, hat mir sehr viel Hoffnung gemacht, aber meine Hoffnung ist ins Wasser gefallen. Vom Gericht her habe ich sehr viel Hoffnung bekommen. Ist wieder ins Wasser gefallen. Von den Medien wurde man so runtergepusht, dass wir die Täter sind. Ich möchte, dass Menschen uns nicht als Opfer sehen, sondern als ein Teil von sich selbst. Als die Gesellschaft der vielen klagen wir an. Wir klagen an, weil es keine Aufklärung gewollt ist. Wir klagen an im Namen der Gerechtigkeit, im Gedenken an die Opfer, gemeinsam mit den Betroffenen und ihren Angehörigen. Klagen wir an. Özellikle burada şunu gördüm. Meğer ne kadar mağdur varmış. Kim bilir daha duymadığımız neler, kimler var mağdur olaraktan. Biz sustukça bunlar hep olacak. Hayır, susmak yok, susmayacağız artık. Wir wissen, wie oft wir uns auf die Lippen gebissen haben, als wir nicht das sagen konnten, was wir eigentlich wollten. Nun ist die Zeit gekommen, um zu schreien, um die Gesellschaft aus ihrem Traum zu wecken und in die Realität zurückzuholen. Für mich bedeutet das, dass wir von nun an Seite gemeinsam diesen Kampf führen werden, der uns den Frieden und die Freiheit bringen wird. Thank you.